Willkommen zu Top 5 Tiere, die unbedingt genervt werden müssen. Haben wir dafür ein Intro? Nummer 1, der Blauwal. Weil der hat einen viel zu hohen KP-Wert und dazu noch eine sehr starke Verteidigung. Der einzige, der ihn besiegen kann, ist Nummer 5. Außerdem hat er einen riesigen Nummer 3 Elefanten, weil der hat einen viel zu hohen KP-Wert. Nummer 4, Geparden. Weil die können so 800 km/h oder so rennen. Und außerdem wiegen die locker eine Tonne. Nummer 2, Nummer 3. Bigfoot, weil der ist voll krank. Nummer 5. Kannibalen, weil die essen ja wirklich alles. Okay, oder so. Reason Nummer 1. Bigfoot, weil der ist voll krank. Platz. Qualle. Nummer 4. Streifentenrik, weil der ist einfach cool. Warte mal, was war eigentlich immer das Thema vom Video? So ein Nashorn, weil das ist breit gebaut wie so ein Tisch. Nummer 7. Haben die keine natürlichen Feinde. Außer Platz Nummer 2. Wie im Bildschirm gesehen. Ameisen. Natürlicher Lebensraum. Uganda. Wer bereits mitbekommen hat, sind wir damit in der Tonne. Nummer 1. The Blue Whale is freaking big. Here are his stats and why he has to be nerfed. Ich meine, ist einfach sad. Nummer. Platz. Ach nee, jetzt hab ich geschätzt. Der Melonengolem. Ja, Platz 3 ist auf jeden Fall der OP-Star aus der Liste, weil, ja, der hat einen so kranken Angriff und du kannst wirklich nichts dagegen machen. Es ist wirklich nerf das doch endlich raus. Niemand hat Bock dagegen zu zocken, Mann. Was geht denn gut, ne? Schnabeltiere, weil die einzigen Vögel, die keine Eier legen. Aber auch gar nicht fliegen. Matsch.